Jetzt wird's interessant. 700 haben wir noch. Wir können noch ein paar Häuser bauen. Alles in Ordnung soweit. Ja. Noch ja. Mal sehen, ob er jetzt rechtzeitig ankommt. Und wann wir hier die Zeitung kriegen. Zack. Noch 322, 200 Miese. Das wahre Glück auf Erden. Ja, Schnaps kommt rein. Schnaps rettet uns. Bereit für neue Befehle. Jetzt verkaufen wir Fische. Ja. Schon haben wir wieder 1000 Luft. Ja, ich baue immer ein bisschen am Anfang immer ein bisschen zu viel, ich weiß. Ist nicht so clever. Aber wo bleibt denn die Spannung? Wenn wir das nicht so machen. Wo bleibt sie denn? Würde der passen? Ja, er würde passen. Problem ist, dass wir dann keine Feuerwehr hier zu stehen haben. Das wäre nicht so günstig. Also bauen wir den nachher so und hier bauen wir da auch noch die Straße. Wir geben ganz schön viel Geld aus für jemanden, der kein Geld hat. Da, 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 da. Kriegen wir zum Ende noch die Kurve. Da, 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 da. Ja. Bums. Die schwarze Null muss stehen, die schwarze Null muss stehen. Wo ist mein Schnaps? Er sinkt und steigt mit mir. Dann bauen wir hier noch ein Bonusfeld. Mein Wir kümmern uns hier Bonusfeld, um alle. damit wir auch genug haben. Natürlich bleibt ein Feld übrig. Dann nehme ich die zwei da hinten weg. So viel Deko muss sein. Dann stellen wir den nämlich hier hin. Sobald das Geld da ist. Kommt hier noch eine Feuerwehr rein. Gut, den muss ich noch schnell anschließen, bevor wir kein Geld mehr haben. Und jetzt sind wir plus. Hip, hip, hurra! Na, Gott sei Dank. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Das war aber auch verdammt knapp. So, jetzt fangen die an, ihre Inseln da zu besiedeln. Das sollten wir auch gleich tun. Sonst wird's eng. Aber wir haben gerade zur Zeit kein Geld. Warum mussten wir das auch so knapp einstellen? Ja, weil das soll meine Insel werden. Die hier und die hier auch. Die unteren drei sollen meine sein. Dafür brauchen wir Stallträger und Holz. Beides haben wir nicht gerade wirklich vorhanden. Wir nehmen jetzt alles, was wir so kriegen und Koordinaten werden das hier eingezeichnet. noch verkaufen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier irgendwie vorankommen. Immer mehr Häuser, mehr. So. Ja, die Reichweite ist suboptimal, das ist bekannt, das weiß ich. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja. Ich würde auch gern, wenn ich könnte. Ein letzter Davon. Blick. Ja, ein Hoch auf die Hocherfreut, Sie Zeitung. kennenzulernen. Und das wie die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches. Es trägt Ihre Handschrift. Geld ist da. Gott sei Dank. Dann werden wir erstmal gleich unsere ganzen Inseln besetzen. Bam. Könnte man natürlich noch ein bisschen
schummeln. Wenn wir das hier noch ein bisschen anders stellen, obwohl wir könnten noch... Ah, das ist schon irgendwie okay so. Den stellen wir hier ein bisschen rüber. Dann machen wir das so, das reicht schon. Bei denen hinten ist ein bisschen knapp. Um nicht zu sagen, die kriegen gar nichts mehr ab, aber... Den Leuten hier drüben, denen geht's gut. Die haben das, was andere nicht haben. Hier kommen die Stahlträger, die hamstern wir uns gleich. Weiß, hat gerade mal 3 Euro eingenommen und meint, er müsste jetzt hier gleich die Stahlträger klauen. Ja, wir sind jetzt erstmal im Lot. Komm, 2 will ich noch mitnehmen. Es lohnt sich das hier nicht. Damit wir schon mal die eine große Insel einnehmen können. Komm schon, komm schon. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, ein Glück machen die alles in der Nähe. Na, er will gerade nicht. Zack. Segel! Wo die alle ihre Stahlträger her haben, würde ich gerne mal wissen. Ihr Helden, hm? Wo habt ihr das her? Wenn wir hier mal in die Ecke noch eine Feuerwehr setzen. Damit wir hier ein bisschen Brandschutz haben. Apropos, der sollte hier jetzt auch mal aufgebaut werden. Und gleich haben wir genug Geld, dann können wir den noch aufstellen. Und dann haben wir noch genug Geld, dann können wir den noch aufstellen. Und schon ist das Geld wieder weg. Wenn wir eins haben, dann Holz. Unser geringstes Problem gerade. Bauholz. Ja, das sieht doch jetzt erstmal schon mal ganz annehmlich aus. Hier. Auf meinem kleinen Feld der Brandung. Schön, dass du da bist. Wir brauchen die Stahlträger und wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz. Mach mal hinne. Bevor die uns hier alle Inseln wegmopsen. Sollte reichen. Koordinaten eingezeichnet. Fahr mal rüber hier. Haben wir hier noch irgendwo vielleicht noch einen größeren Hafen? Ja, der wäre jetzt nicht unbedingt hier wäre gut. Von der Anlage und Kapazität ist die Insel auch nicht gerade die beste. Und die ist wichtig. Die ist hier schon sehr akzeptabel. Das Problem ist... Bier... Müsste eine andere Produktionsstätte kriegen. Wahrscheinlich, aber ja, ich werde sowieso alles hier produzieren, dann hat sich die Sache gleich. So, wir brauchen 10 und wir brauchen 2500. Na dann, das kann ja ein bisschen dauern. Häuser updaten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, ja, das ist schön. Wir arbeiten auch dran. Ganz fleißig. Wir haben auch gerade nicht das Geld. Wir sind total blank. Wir brauchen aber die Steine. Sonst wird das hier nichts. Aber noch irgendwo eine andere Lehmgrube? Ja, die. Die ist auch so weit weg. Die wäre in Ordnung. Die könnten wir nehmen. Obwohl, da kommt man auch... Nee, da kommt man ganz gut ran. Wenn ich also den dort hinsetze, können wir die schon mal anschmeißen. So, hier einfach eine Straße hoch. Und dann kannst du hier schon mal gleich loslegen, sobald wir 8 Bretter haben. Damit wir dann schon mal ein paar Steine haben. Bam. Damit das hier dann mal anfängt. Feuerwehr, da hinten brennt es schon. Das ist nicht gut. Die Feuerwehr kommt auch da hinten an. Ja, mobilisier mal ein bisschen. Mach mal hinne. Lassen wir euch auch noch mit aufsteigen. Dann müssen wir aber langsam aufpassen. Ab sofort an jeder Stadt. Den großen Gönner. Ja, ein Hoch auf die Silos. Ein solches Privileg.
Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Ja, das sind dann unsere Silos. Das ist schön. Ich brauche jetzt trotzdem noch Geld, sonst kann ich hier nicht bauen. Wir sind pleite. Pleite ja, sein ist einmal mehr. Wenn da jetzt Kartoffeln drin sind. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, ein Seekadett. Oder? Na gut, 10% mehr Geschwindigkeit. Ja gut. Ihr braucht eine Kirche. Holz haben wir. Ich würde hier gerne mein Konto ausbauen. Dafür brauchen wir aber 15 Steine und auch wieder Geld. Und Geld haben wir einfach nicht. Wir haben einfach kein Geld. Gut, dann fährst du nochmal zurück. Lädst den Seekadetten ein. Nimmst Holz mit. Hier den Seekadetten, da können wir schon mal 10% schneller fahren. Und was können wir noch verkaufen? Hier die Arbeitskleidung. Die kann weg. Steuermann! Jetzt nehmen wir auch eine Insel ein, bevor die uns hier alles mopsen. Weil erst dann haben wir Ruhe im Spiel. Ja, wir könnten dann noch an Schweinchen arbeiten. Wo wir die hinstellen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Wir müssen das hier alles noch verstärken und ausbauen. So. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Gut. Arbeitskleidung. Nehmen wir wieder mit. Ja, dann nehmen wir das Holz von hier mit. Nee, jetzt können wir es da auch liegen lassen. Die Insel ist erstmal schon mal wichtig. Bereit für neue Befehle. Zack, die Stallträger lassen wir hier. Dann nehmen wir Holz mit. Und Wolle. Davon haben wir genug. Können wir verkaufen. Stallträger mit und kommen damit zurück. Dann könnten wir uns überlegen, wo denn die Schweine hinkommen. Wollen wir die wirklich hier nebenklatschen? Ich weiß auch nicht. Oder nehmen wir die erstmal provisorisch? Erstmal so 1, 2 hier einfach so aufstellen, damit das erstmal läuft. Ist das ein 6er? Ja. Geht's um den hier unten, damit wir da noch einen reinbauen können? Ach. Ja, Silos können wir zurzeit nicht. Ist zwar eine ganz nette Idee, aber mag ich nicht. Wie stellen wir das auf? Wenn wir den hier hinstellen, müssen wir den so hinstellen. Dann könnte aber der darüber und der auch darüber. So, und damit würde das funktionieren. Wenn wir dann hier drüben noch einen hinbekommen würden, wäre das schön. Aber das wird knapp. Weiß ich jetzt schon. Nix ist unmöglich, das kriegen wir hin. Na komm. Ja, wir haben kein Geld. Das erklärt einiges. Wo ist denn das Geld geblieben? Ja, komm, ist doch egal. Stellen wir es so auf. Sieht nicht sexy aus, sobald wir aber Geld haben. Sobald der da noch ankommt, ist die Welt in Ordnung. Sobald er dort ankommt. Dieses Jahr noch. Zumindest haben wir erstmal genug Holz. Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Ja, sehr gut, mach das. Das Lager ist voll. Ja, wir haben genug Holz, ich weiß. Mehr geht auch gerade nicht. Mehr können wir nicht machen. Wie sieht's mit dem Schnaps aus? Alles noch im grünen Bereich, Freunde? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Alles hält sich. Die Arbeitskleidung ist gerade ein bisschen im Minus, aber das liegt, glaube ich, wahrscheinlich daran, dass sie gerade verkauft wird. Bautz, 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 bautz. Das Geld genommen und das Geld ist wieder weg. Koordinaten eingezeichnet. So, na das ist doch schon mal was. Wir werden beobachtet. Ja, werdet ihr. Klopfen Sie sich den Staub ab und legen Sie los.
Eisenhütten. Ist eine ganz nette Variante. Ja, ich bin Drückeberger. Stehe ich zu. Gut, damit hätten wir das. Dann muss der auf jeden Fall auch noch gebaut werden. Dafür brauchen wir Geld. Geld ist jetzt mittlerweile ganz gut zu haben. Wir nehmen das Holz mit. So viel, wie wir schleppen können. Und nehmen die nächste Insel in. Sind unterwegs. Beschlag, bevor die weg ist. Brot ist auch im Gespräch. Vorübergehend aber nicht zu erreichen. 4, 4, 4. Sieht gut aus. Hier haben wir 4. Die werden wir jetzt aber nochmal erhöhen auf 5. Ganz einfach, weil das immer wichtig ist, dass der rumfließt, wollte ich gerade sagen. Dass wir genug Schnaps haben. Wenn wir nicht genug Schnaps haben, gehen wir hier unter. Zumindest haben wir genug. Ja, und sobald wir hier, ne, a little bit of alles, vor allen Dingen Steine haben, dann geht das hier seinen Gang. Warten wir mal ein bisschen aufs Geld. 2500 ist unsere Anzahl. Noch mal drüber schauen? Ja, gute Zeitung. Halt. Ein Hoch auf die Enthaltsamkeit. Mehr Geld. Und jetzt soll ja, Propaganda. Ja, jetzt haben wir doch erstmal gut die Kurve bekommen. Jetzt ist alles hier auf die Steine ausgelegt, weil sobald wir hier nämlich erstmal den Konto ausbauen, ist so das Wichtigste. Momentan haben wir aber genug Steine. Steinstraße, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, die kommt nämlich immer an die wichtigste Abteilung. Dann dehnen wir uns hier schon mal ein bisschen aus. Das hilft ungemein am Geld. Einfach nur, weil wir hier ein bisschen mehr Reichweite dann drin haben. Wir könnten die auch nochmal rüberziehen. Damit die da auch nochmal rankommen. Ein bisschen schneller, fixer, besser. Gut. Selbst diese Kleinigkeit bewirkt schon sehr, sehr viel. Je höher der Flug, desto tiefer der Fall. Ja, ja, du bist nicht begeistert davon, dass ich hier immer die Dinge einnehme. Ich werde sie nicht verklagen. Ich werde sie ruinieren. Ja, Freunde. Die Insel will ich auch noch. Und diese kleine hier, die gehört auch mir. Einfach nur, weil ich genau weiß, dass ich hier, wenn ich Glück habe, sogar noch die vierte reinbekomme. Aber 3 sind schon mal auf jeden Fall drin. 3 Minen in einer Handelskammer. Deswegen. Und außerdem liegt sie strategisch sehr nah neben den anderen. Hier könnte man dann auch nochmal überlegen, ob man hier mit rangeht. So, Fische haben wir genug. Jetzt könnten wir über den Rum kurz nachdenken, ob wir den auch mal kurz verkaufen. Und natürlich Arbeitskleidung, damit wir hier nochmal Geld bekommen. Dann können wir uns nämlich Insel Nummer 3 auch noch schnell sichern. Geht's aus, Freunde. Hier nochmal ein bisschen Steinstraße langlegen. Ja, das können wir auch von da aus losziehen. Zack. Und schon ist der erste Häuserblock hier mit Steinen umgeben. Es hilft ungemein. Einfach nur eine Steinstraße hingelegt und schon geht's den Leuten gut. Den könnte man schon umrahmen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo rennt's denn? Na, ein Glück haben wir hier die Feuerwehr gebaut. Schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Sehr gut. Bam, 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 bam. Hätte ich mal auf die 50 geklickt. Jetzt ist auch zu spät. Zack. Das letzte Mal, dass wir einen Stallträger erstmal kaufen. Jetzt wird quasi nur noch verkauft. Und sobald genug Geld da ist, zack, den nächsten Häuserblock. Und die Steine auch wieder da sind,
wird gleich erstmal der Konto abgedatet. Bevor hier nämlich nichts mehr geht. Bereit für neue Befehle. Das getan. Wolle haben wir Überfluss. Zack. Danks haben wir auch im Überfluss. Und die Wurst ein bisschen mehr Geld. Nehmen wir sie erstmal mit. Koordinaten eingezeichnet. Verkaufen. Dann siedeln wir noch die letzte Insel. Dann würde ich sagen, reicht's für heute. Wir haben das Quadrat hier aufgebaut. Das hat auch eine Menge Zeit gekostet. Das musste wirklich stimmig sein. Das baue ich einmal und nie wieder. Ja, da wird vielleicht nochmal ein bisschen hin und her geschoben vom Prinzip her. Aber bleibt es genau so. Gut, Konto Level 2. Sehr gut. Damit haben wir mehr Kapazitäten. Können wir mehr verkaufen. Würde ich gerne diese Straße hier noch bauen. Wenn wir genug hätten. Haben wir aber nicht. Ja, verkaufen ist zum Anfang echt ganz wichtig. Auch wenn hier bloß 1000 oder so bei rumkommen. Das ist eine Menge Geld für mich. Steuermann? Eine ganze Menge. Ja, Brot machen wir dann beim nächsten Mal. Alles nach und nach wieder, bis wir hier wunderbar vorankommen. So. Ich bin zufrieden. Es war wieder wie immer knapp. Beim Anfang, weil man eben halt so lange baut. Dafür ist echt diese Verlangsamungstaste echt Gold wert. Wenn du die nämlich erstmal hast, kannst du die Sache unwahrscheinlich gemütlich angehen, weil das muss erstmal geplant werden, das Quadrat. Sonst wird das nichts. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut. Können wir noch eine Kleinigkeit machen? Theoretisch könnten wir jetzt hier die Steine noch mit in Beschlag nehmen. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch so einfällt, wo ich sage, jo, das macht jetzt noch Sinn. Wobei ich mir überlege, ob ich das Ding nicht dahin stelle und die beiden anderen daneben. So. Dann kannst du nämlich jetzt wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Leben schon in Reserva? Nicht wirklich viel. Um all diese Misthaufen hätte ich einen weiten Bogen gemacht. Wunderbar, diese Insel ist meine. Sie unverschämt, lästige Klett. Ja, wir werden mal mit denen ein bisschen. Können wir uns bei denen ein bisschen einschmeicheln? So nebenbei mal. Ich durchschaue ihr Spiel, aber machen Sie ruhig weiter. Du schaffst es, dass ich mich. Damit das hier. Wollen wir die andere Insel auch noch holen, bevor die weg ist? Ja, komm, dann haben wir alle Inseln, dann ist auch egal. Flaggschiff steht zu Diensten. Das Holz ist zurzeit da und wir haben auch genug Stallträger noch. Da können wir vielleicht noch welche einkaufen auf dem Rückweg. Nehmen wir das, was uns zusteht. Bei Gelegenheit können wir jetzt überlegen, ob wir hier auf diesem Standstreifen hier ein bisschen oder ob wir das woanders hinbauen. Ich weiß noch nicht. Ich will immer nicht so viel Platz verschwenden. Ach komm, hier haben wir doch genug Platz. Die Schiene ist hier freigelegt. Da haben wir genug für, wenn wir das hier jetzt bauen wollen. Müssen wir nur noch gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Noch ein paar Meerschweinchen. Ja, ich habe es mit Absicht so gesagt. Meerschweinchen. Wir kümmern uns hier um alle. Zack, das ist Nummer 1. Hier wird es nochmal ein bisschen tricky. Da müssen wir nämlich gucken, wie wir es hinstellen. So hin oder so hin? Ja komm, das reicht so. Dann kriegen wir nämlich hier hinten 2 hin. Der geht so. Der geht so und der geht so. Auch nicht hübsch, aber effektiv. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier ausgemalt bekommen. Können wir den vielleicht so hinstellen? Ja, können wir. Wenn wir den
so mit reinnehmen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ja, jetzt kommt... Zum Anfang kommt immer echt viel die Zeitung. Hat er gemacht. Da hätte ich schon ganz gerne einen Sechser. Und wenn ich den hier rüberstelle und das so mache, dann wird das auch was. Dann können wir das hier noch ein bisschen hin und her schieben. Die Waren stapeln sich hier. Ja, ja, entspann dich mal. Wir arbeiten gerade an der Seife. Na, mein Guter. Haben wir die Insel? Nein, uns fehlt gerade das Geld. So ein Ärgernis aber auch. Ach, zum Anfang ist immer noch so schön. Da geht alles so schön schnell voran. Da ist alles da. Innerhalb von Sekunden. Na, geht uns das Holz ein bisschen aus? Ja, jetzt könnt ihr wieder ein bisschen weitermachen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen. Ja, da 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 da. Jetzt warten wir aufs Geld. Und mehr Geld können wir hier schon fast gar nicht mehr machen. Zack, jetzt müssen wir den Häuserblock auch umziehen. Das geht nicht anders. Der Laden läuft. Weil die Jungs sollen ja hier, dann soll es ja gleich gut gehen. Für die Kirche, was bringt uns denn so die Kirche? Bringt uns die Kirche eigentlich viel Geld? Nee, die bringt uns nur Zufriedenheit. Nee, zufrieden sollte ja nicht sein. Geld brauchen wir. Was sind wir in dem Geld da? Ich bin wie Mr. Krabs. Geld, 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 Geld. Komm schon, 2,5, wir haben es ja gleich. 2.300. 2.400. 2.500. Desto tiefer der Fall. Ja, ja, tut mir leid. Wir gehen jetzt hier rüber. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Ja. Gut, wir gehen jetzt noch einmal das abladen. Holen dann nochmal hier alles ab, was wir hier so verkaufen können. Ja, und dann bauen wir hier den Rest auf und dann ist Feierabend für heute. Weil mehr lohnt sich nicht anzufangen. Wie gesagt, Brot ist dann die nächste Aufgabe in der Linie. Vor allen Dingen mit wir zusammen. Steine haben wir jetzt dafür gesorgt, dass das ordentlich läuft. Wir könnten dann auch noch die Schwerindustrie aufbauen. Aber das müssen wir dann mal gucken, wie wir das so am besten hinbekommen. Hier, das. Ach. Klickt doch einfach alles an. Zack, nehmen wir Holz noch mit. Davon haben wir immer genug. Ja, also so zum Anfang braucht man, es schneiden sich immer die Geister drum. Wenn man natürlich PvP spielt, kann man Holz nicht genug haben zum Anfang. Reicht aber mir immer so. 4, 5 sind eigentlich immer ausreichend. Und das ist hier echt gut. Die liegen sich hier beide nahe gegenüber. Das ist wieder so, für eine Verteidigung ist das echt super. Dann kommt hier keiner durch. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Vorposten. Der schirmt da ab. Nur hier oben haben wir eine kleine Lücke, wo wir dann gucken müssen, dass das passt. So, da kommen wieder 2000 rein. 3000 werden ausgegeben. Das fahren wir nach Hause. Aber ich muss schon sagen, ist schon zu merken, wenn du mit geringem Einkommen spielst, wir hätten sonst, glaube ich, so um die 600, 700 gehabt. Jetzt haben wir nur 300. Das ist schon heftig. Zack. Die Steine sind ja auch immer nicht billig zu verlegen. Sehr gut. Bob. Bob. Komm, einmal Seife gucken wir uns mit an. Ist ja jetzt nicht unbedingt der Münzenbringer, aber zum Anfang immer erst
die Wurst machen, weil Schweinchen, Schweinchen für beides und kann man das sofort aufbauen. Dann wird das schon. Du machst das, sollte eigentlich gut funktionieren. Einer bleibt übrig, der fährt darüber. Sie geben uns eine Stimme. Sehr gut. Ja, dann freuen wir uns auf eine schöne Kampagne oder sagen wir mal eher ein schönes Spiel, eine schöne Reise. Wird schon wieder eine Mammutaufgabe. Ich sehe schon wieder die ganzen Investorenhäuser hier stehen, aber bis dahin ist es noch ein ganz langer Weg.